20-jährige Quara Barlach, Jumping Jack Flash, wurde uns von Herrn Erik Busch, Trainer und Physiotherapeut, zur Verfügung gestellt. Jack wird als schwierig, wehrig und schreckhaft zu Überreaktionen neigend beschrieben. Stellvertretend für Tausende von Pferden leidet Jack über Jahre an schmerzhaften Verspannungen in Rücken- und Unterhalsstrukturen, aus denen die meisten Pferde trotz Behandlung nicht mehr herausfinden. Bewegung ist Befund. Bewegungsqualität und Bewegungsablauf gibt ein untrügliches Bild über den aktuellen Zustand eines Pferdes. Das Hochnehmen des Kopfes und das Verspannen der Unterhaltsstrukturen, Abwehrreaktionen wie Schweif- und Kopfschlagen werden in der horsebodyforming Therapie als Befund gelesen und nicht als Unart oder Charakterfehler des Pferdes interpretiert. Verspannte Unterhaltsstrukturen hemmen die Oberhaltsstrukturen in ihrer Funktion. Die heftigen Abwehrbewegungen sind eindeutige Schmerzreaktionen. Disharmonische und kompensatorische Bewegungsabläufe sind die Folge. Das Zusammenspiel von Spieler und Gegenspieler sowie das Zusammenspiel der linearen Muskelketten ist gestört. Am zweiten Tag zeigt Jack mehr Bewegung im Bereich der Lendenpartie und der Kruppe. Der Rücken federt stark nach unten. Das bedeutet viel zu wenig Stabilität im Rumpf. Fehlende Rumpfstabilität ist ein Alarmsignal für jedes Pferd. Das zeigt, dass die Bauchmuskulatur in Unterfunktion ist. Bewegungsabhängige Impulse aktivieren die Bauchmuskulatur und führen auf direktem Wege zu gesunden und schmerzfreien Bewegungsabläufen. Die Schwere der Befunde lässt auch am dritten Tag nur kurze Bewegungsphasen mit langen Pausen zu. Die Mobilität der Bewegungsmuskulatur wird etwas besser. Unterhals- und Rückenstrukturen zeigten erstmals geringere Schmerzreaktionen bei einer Tastbefundung. Überreaktionen sind ein Befund und auf Fehlen der körpereigenen Balance zurückzuführen. Am vierten Tag zeigt Jack das erste Abdehnen im Kopf-Hals-Bereich. Die Bewegungsabläufe beginnen sich langsam zu harmonisieren. Auf der mentalen Ebene beginnt sich Jack deutlich zu öffnen. Die Negativspirale ist gestoppt. Ab jetzt beginnt sich Jack nachhaltig positiv zu entwickeln.
Jack kaut zufrieden ab und sucht den Anschluss an den Menschen. Ab dem fünften Tag kann Jack schon etwas länger gearbeitet werden. Nach und nach beginnt er sich neu zu spüren und ein neues Körpergefühl zu entwickeln. Das An- und Abspannen von Bewegungsmuskulatur ist bereits deutlich besser. Somit haben wir in 6 Tagen vor den Augen der Öffentlichkeit den Grundstein für eine positive Weiterentwicklung gelegt. Der rasche Erfolg im Horse Body Forming Therapieprogramm stellt sich ein, weil Pferde erleben, wie sie auf direktem Wege zu schmerzfreien und balancierten Bewegungsabläufen finden, weil klare Führung ohne Überforderung die mentale Ebene stärkt, Schmerzfreiheit und mentale Stärke steigern die Lebensqualität und sind Voraussetzung für Gesundheit und Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter. Weitere Infos über den Horse Body Former, das Mobility Bridle sowie Details über Schulungen und Seminare erhalten Sie auf unserer Website www.horse-bodyforming.com.